Nach knapp 2 Tagen ist der Atommülltransport aus Deutschland in der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague angekommen. Auch auf den letzten Kilometern in Frankreich war der Zug von Gleisblockaden und Protesten behindert worden. Die Waggons mit 40 abgebrannten Brennelementen kamen aus den Atomkraftwerken Stade und Brunsbüttel. Bis 2005 soll es jährlich bis zu 100 deutsche Transporte dieser Art nach La Hague und Sellafield geben.